kann sein. Habe ich ja alle schon befreit, deswegen sehe ich es ja nicht mehr. Nee. Aber ich sehe da hinten ein süßes Eichhörnchen. Wie kommt man da oben ran? Das geht gar nicht. Eichhörnchen. Herzlich willkommen hier zur dritten Folge von Let's Play Rayman Legends Together. Mehr oder weniger. An meiner Seite der McGrath. Mehr oder weniger, genau. Von mir auch ein herzliches Willkommen. Grüß euch. So, und die nächste Mission heißt der Zauberwald. Tatsächlich. Und er hat zwei Totenköpfe, also gehen wir immer noch davon aus, dass wahrscheinlich genau. Die Schwierigkeitsgrad ein bisschen höher ist in diesem Level. Also zumindest jetzt doppelt so hoch wie vorher, ne? Rein logisch. Ja, das stimmt. Das ist nach Adam Riese. Oh, das wirkt sehr einladend hier direkt am Anfang. Ach, du gehst schon rein, okay. Ist doch, ich bin sogar schon, wo du von den Totenköpfen geredet hast, reingegangen. Es tut mir sehr leid. Alles gut. So, wir ernten erstmal ein paar Salatköpfe. Ja. So, das wirkt tatsächlich sehr einladend hier direkt am Anfang. Oh. Ja auch. Aber interessiert uns nicht, wir zerkloppen das einfach und gehen weiter, ne? Genau, nö. Oder, oh, guck mal da unten. Oh, ist der süß. Schon wieder. Ich habe jetzt gerade die beiden Salatköpfe Da unten hast du den Hasen nicht gesehen. Ach, da ganz am Anfang. Ja. Ja, ja, den habe ich gesehen. Der ist echt voll niedlich, ne? Ja, der ist richtig putzig, ja. Mhm. Dann hier wieder irgendwelche Pilze, die wir zerhauen können, ne? Genau. Und dann Schmetterlinge wieder. Ja. Und sich bewegende Bäume. Ich habe immer Respekt vor sich bewegenden Bäumen. Oh, okay. Ach, da oben kann man noch Punkte sammeln, ne? Genau, muss bloß den Baum am richtigen Punkt erwischen, wenn er ganz hoch ist, ne? Ja. Oh, jetzt, warte mal, jetzt wird's interessant wahrscheinlich, weil... Ah ne, die Münze weicht kein Ding. Ich dachte, es wird schwer, aber die Münze war gar kein Problem. Hast du auch schon? Ich versuche mich da gerade hochzuschwingen zu diesem Pilz da. Da geht's noch nach rechts, genau, da, die Münze ist kein Ding, aber da geht's noch nach rechts auch weiter höher. Kommt da irgendwie nicht hoch? Ach, ich muss mich wahrscheinlich darüber schwingen, warte mal. Da ist dieses und dann darüber Seil hüpfen, nach links, genau. Und dann geht's nach, also die Münze ist ja kein Ding und nach rechts geht halt nochmal ein Stück weiter, da ist wieder so eine Tür. Tatsächlich. Ja. Also wir bleiben faire Spieler, auch wenn wir jetzt vielleicht spaßhalber das so machen, dass wir Punkte dafür geben, quasi, oder so, oder halt irgendwie versuchen, so siegermäßig was herauszufinden oder so. Wir bleiben fair, dass wir den anderen schon auf solche Sachen hinweisen. Und in der Theorie, ich hoffe, du hast sie gemerkt, die Stacheln jetzt sind. An derselben Punkte sein wie beim letzten Mal, ne? Nee, diesmal nicht. Oh. Soll ich dir helfen? Ich habe die Stacheln nicht gesehen. Okay, ich helfe dir. Das erste Brett unten links ist ohne Stacheln und danach die beiden rechts, also das mittlere rechts und das obere rechts. Da musst du dann den Wandsprung nutzen. Ah, clever. Ja, ist klar. Ja, hast du die vorher gesehen oder was? Waren die draußen? Die gehen erst rein, wenn du runterspringst in das Gebiet. Wird beim nächsten wahrscheinlich auch wieder so sein. Das okay, heißt, da du musst ich nicht einfach. Exakt. So, ich warte mal ganz kurz wieder auf dich. Da musst du halt einfach vorher, das war beim anderen Mal wahrscheinlich auch so, dass du, sobald du halt zu weit nach rechts läufst, die sich einziehen, dass du halt einfach im richtigen Moment dann da gucken musst. Genau. Das ist nur was für schnelle Spieler. Oder für Geduldige. Oder für Geduldige. Die nicht da nicht reinspringen. Die alles erstmal ausprobieren, genau. Genau. So wird zum Thema erst fragen, dann schießen, ne? Genau. Ah, nee. So. Das Herz ist auch witzig, das hat irgendwie so ein total merkwürdiges Auge, ne? Das eine ist so normal, das andere sowieso. Alle Lebewesen in dieser Welt, also egal ob sie Lebewesen sind oder nicht, gucken ein bisschen sehr... Dümmlich. Sehr seltsam, ja. So, bist du schon weiter wieder bei den Spettern? Oh, Alter, oder? Ja, dieser Fels hat sich gerade bewegt. Ja, okay. Meinst du, man kann da runterhüpfen oder stirbt man da? Welcher Fels? Also dieser Baum, meinst du? Na, dieser riesengroße Fels hier, der hat sich eben nach links bewegt. Wo bist du denn? Also ich sehe da eine Eule links oben, die hockt auf dem Baum. Bist du schon sehr weit nach rechts gelaufen? Nö, ich glaube nicht. Ich bin gestorben. Verdammt. Warte mal. Wo ist denn da oben? Ich glaube, du bist schon weiter. Nee, ich bin einfach wieder... Warte mal. Also du bist jetzt aus dieser Tür gerade wieder raus, oder? Ja, schon lang. Dann bist du viel weiter schon. Ach so. Ich habe extra noch gewartet, weil ich dachte, du bist doch nicht so weit. Was machst du denn du da die ganze Zeit? Sorry, wir warten halt auf dich. Ach so. Warte ganz kurz. Ich höre nochmal ganz kurz hier links das Vieh. So, dann ganz fix rechts. Ich beeile mich, sorry. Ich werde mich aber extra für dich. So, oh Gott, wir kommen. Oh Gott, jetzt weiß ich, was du meinst. Alter. Ja, das war sehr strange. Ja, da geht's nach oben weiter, glaube ich. Und man kann sich doch mit der Liane jetzt schwingen und links kannst du einen befreien. Da bist du schon. Nee, warte mal. Also, man kann sich hier irgendwie schwingen. Warte mal, und hier oben ist so ein, um was zu befreien, ne? Kann sein. Habe ich ja alle schon befreit, deswegen sehe ich es ja nicht mehr. Nee. Aber ich sehe da hinten ein süßes Eichhörnchen. Wie kommt man da oben ran? Das geht gar nicht. Eichhörnchen. Oh, du kannst da richtig. Oh, nice. Ah, warte mal, was ist noch so ein Auflatschschlag? Warte mal. Wie kommt man denn da oben ran? Wie hast du denn das geschafft?
Weiß nicht, wo du bist. Okay, warte, hier ist dieser Felsen. Warte, doch, ich weiß. Okay, ich weiß auch nicht, wo du bist. Ihr seht, Zuschauer, liebe Zuschauer, es ist nicht ganz so einfach teilweise. Also hier unten gibt es diese goldene Münze, die hast du schon bestimmt, wo der Felsen so hoch geht. Warte mal, habe ich eine goldene Münze? Nee, die goldene Münze unten habe ich eben noch nicht. Da bin ich jetzt gerade. Okay, sehr gut. Und diesen Käfig da oben, den goldenen, habe ich noch nicht. Ach, da muss ich warten, bis der Felsen hoch. Genau. Also sind wir jetzt an derselben Stelle. Pass auf, dass die Felsen, die gehen beide hoch und runter. Also da muss tierisch aufpassen. Rechts geht es da unten nämlich auch nochmal weiter. Da gibt es dann auch noch eine Kleinigkeit zu sammeln. Ben Raymond, again! So, also ich bin jetzt einfach mal unten lang gelaufen. Unten rechts kannst du noch einen befreien. Genau, den habe ich schon. Das was ich gerade meinte, genau. Okay. Und dann geht's oben weiter. Boah, dann musst du zwischen den beiden sich bewegen. Ja, Felsen. Das ist das, was ich meinte, wo du aufpassen sollst. Das ist schon echt deeper Shit, ja. Das sieht aber super. Ja. Also geht echt richtig fluffig von der Hand, das Spiel. Das auf jeden Fall. Oh, Musik passt Münze sehr gut rein. Das wird interessant bei der goldenen Münze jetzt, ja. Nimm überhaupt das nicht, dass man da... Oh, Alter! Was denn? Der Stein schiebt sich ja zusammen. Oh, echt? Weiter unten, oder was? Also wenn du in diese... Hast du dir diese goldene Münze geholt, die genau, zwischen den Felsen ganz klemmte? Fix wieder hoch, ja. Ja, genau. Aber wenn du zu lange unten bleibst, schiebt er sich zusammen, oder was? Genau. Oh. Hast du gehört, was passiert, wenn du diese komischen Stinkepilze zerschlägst? Nee. Hat er gepupst? Ja. schön. Oh Gott. Okay, pass auf, hier rechts. Boah. Bist du schon bei diesen zwei Felsen wieder rechts? Oh shit, ja. Ja. Ich hab den Typen, ich bin aber irgendwie mit ganz viel Glück durchgekommen und hab den Typen links oben schon befreit. Also. Ja, ich auch. Okay. Oh ja, warte mal, hier können wir wieder. Bam! Ah, ich liebe das. Ich liebe das. Das ich ist auch, so geil. Ja. Den Leuten diese Dinger entgegenzukicken, das ist echt lustig. Das ist echt cool, ja. So. Okay. Links die goldene Münze wird wahrscheinlich wieder. Ziemlich einfach werden. Okay. Genau, einfach mit der Liane erstmal rüber, ne? Wolltest du das Wort interessant benutzen, aber. Boah, ist das gemein! Bist du schon rechts oben wieder? Nee. Boah, ist das mies! Boah, da kickt der dich richtig aufs Maul. Oh! Das ist echt böse. Das ist richtig mies, ja. Ja. Befreien wir ihn? Ich befreie ihn mal. So. Yippie! Er freut sich. Du kannst auch, das ist richtig nice, du kannst auch richtig oft nach oben schlagen, ne? Auch in der Luft. So, zack. Das ist ganz witzig. Wir haben gar keinen Geist, um uns zu helfen gegen den Typen jetzt, ne? Oh. Stimmt. Du musst ihn nur einmal rechtzeitig treffen, das ist relativ easy. Musst du einmal im richtigen Moment treffen. Das war einfach. Gut, ich bin einfach auf ihn zugerannt und hab ihn. Und hier ist wieder die Tür links. Oh ja, tatsächlich. Goldene Münze habe ich und rein in die Tür. Ja. Und dann. Okay. Klingt irgendwie so wie so ein Gebiet, was nach Zeit geht, finde ich. Von der Musik her, ne? Hm. Ja, genau. Ansonsten dieses Super Mario schwer. Level, wo die ganzen Münzen einsammeln müssen. Exakt. So, mir liegt es gerade auf der Zunge, dich zu fragen, wie es so punktemäßig aussieht bei dir, aber ich will es lieber nicht wissen. Ich will es lieber zum Ende erst wissen. Ja? Willst du es? Okay. Ja. Wenn es euch interessiert, könnt ihr mal live auf dem gegenüberliegenden Kanal einfach mal gucken, wie der aktuelle Punktestand ist. Also ich könnte dir jetzt verraten, dass der letzte, den man befreien muss, unten im Wasser ist. Den habe ich gerade geholt. Sehr gut, okay. War mir nicht sicher, ob du den vielleicht übersiehst. Bin einfach mal zufällig langgesprungen. Ich habe gar nicht gesehen, dass das Ende ist. Tatsächlich. Ihr könntet ja auch, was auch geht, wenn ihr zwei Bildschirme habt oder einfach über den Browser guckt, einfach beides gleichzeitig aufmachen. Das geht natürlich auch. Das ist eine super Idee. Das dann bei einem Spieler muten, damit es halt nicht doppelt ist von uns quasi. Eher Splitscreen quasi. Sozusagen, ja. Also ich bin jetzt ins Ende gerade rein, du auch? Ja, ich auch. Sehr ich zähle gerade die Punkte zusammen. Ich habe schon unglaubliche 300. Ja, okay, Bronze habe ich gerade sicher. Ich bin echt gespannt, was jetzt passiert. Komm, bitte. Bitte ich. Aber wir haben auf jeden Fall für die Goldtrophäe gereicht. Bekommen. Könntest du dir verraten, wenn du willst. Ja, okay, bitte verrat's mir. 645. Verdammte Scheiße, das gibt's doch gar nicht. Ich habe 635. Nein. Ja. Ladies and Gentlemen, es steht 2-1 in diesem unglaublich spannenden Rayman Legends Let's Play. Oh. Und es gibt eine Tendenz, würde ich sagen. Es macht mich fertig, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Ja. Okay, wir können dann mal ganz kurz, die Folge war jetzt nicht ganz so lang, wir können dann mal ganz kurz diese Glücksklee-Dinger mal aufmachen, die wir gerade bekommen haben. Ja, das ist eine lustige Idee, genau. Hast du es auch gerade gehabt? Fand ich sehr lustig. Ja, hat mir gerade so ein Peace-Zeichen gemacht. Achso, okay. Aber wir haben wieder das nächste Gebiet freigeschaltet. Alter, es geht der flott. Und, ich habe gerade die erste Genialitätsstufe erreicht.
wurde mit 1000 Lumps belohnt. Ich meine, du hast zu Recht. Die Welt Fiesta de los Muertos freigeschaltet. Das genau. Hab ich. Genau. Ach, nicht zu hin. Hier wollte ich doch gar nicht hin. Aber egal. Und du hast jetzt wahrscheinlich auch die erste Genialitätsstufe erreicht. Natürlich. Feiere das mit diesen 1000 Lumps. Ah, erhöhe deine Genialitätsstufe, um diese Schlösser zu knacken. Mhm. Ach, das sind genau. Schlösser, die dann teilweise, ach, in den Levels dann diese, wahrscheinlich so eine Art Sonderlevel oder sowas. Ah, okay, gut, das habe ich jetzt überlesen. Ja, das hättet ihr jetzt erst bei McGrath sehen können. Ich bin so ein Typ, ich klicke immer so eine Pop-Ups und. Einfach schnell, lass weg! Ich bin so hilferesistent, ich will es nicht wissen. Genau, es gibt nämlich dann jetzt hier quasi so eine Art Zwischenlevel, der nennt sich Rette Barbara. Barbara. Barbara, stimmt. Normal, allgemein Sprachgebrauch. Ja, nein, nein. Aber wir nennen sie einfach mal Barbara. Von den Barbaren, ne? Genau, garantiert, exakt. Genau, ein weiblicher Barbar. Exakt. Ich weiß aber nicht, wie lang der jetzt wird. Also man könnte auch fast sagen, wir legen den jetzt hier nochmal mit ein, aber ich bin mir nicht sicher, ob der nicht so lang wird, dass es eine eigene Folge wert ist. Eben. Insofern machen wir das in einer eigenen Folge und hoffen, dass es nicht zu kurz wird. Und wenn nicht, gibt es dann an dem Tag vielleicht 2 oder so. Oder so, genau. Mal gucken. Wahrscheinlich nicht, weil wir das vergessen haben. Verdammt, ich bin gerade aus dem Level rein. Nein, kann ich hier zurück? Das kenne ich, das Phänomen. Da kannst du gleich wieder raus, auf Option und wieder raus. Das geht relativ flugs zum Glück. Es hat zum Glück auch keine lange Ladezeiten, das Spiel. Ach, ein Traum. Das ist jetzt nicht so, als wenn wir Werbung für das Spiel machen würden, aber es ist schon toll. Ja? Wir kriegen jetzt auch nicht so viel Geld vom Entwickler dafür. Ganz wenig, ganz überschaubar. Okay, wir können jetzt, wie gesagt, mal diese Glückslose nochmal aufrubbeln. Ja. Können wir mal rufen. Auf Y macht man das, ne? Ah ja, hier, Glückslose. Genau. Tschüss. Woher weiß ich, was ich kriege? Du gewinnst ein Kuscheltier. Tatsächlich. Das ist total unattraktiv mit diesen Zähnen. Ja. Augen, ey. Ja. Aber in dieser Welt wahrscheinlich genau das Richtige. Ja, das stimmt. Aber das ist so ein perfektes Ding, weil es gibt doch diese komischen Schweinchen und so, die du so drücken kannst, wo dann irgendwie so die Augen so rausquellen und sowas. Genauso stelle ich mir dieses Vieh vor, weißt du? Dass da so die Augen rauskommen, wenn du das so. Ach, wir hatten ja auch schon einen neuen Helden freigeschaltet. Sir Raylord. Ich habe noch ein zweites Glückslos, finde ich. Achso, doch, tatsächlich. Und, 1000 Lumps gewonnen. Yay! Okay, sehr gut. Okay, du gewinnst 1000 Lumps. Wir haben immer diese. Das ist irgendwie Standard anscheinend. Das kriegst nicht zufällig was, sondern immer. Okay, dann lass mal nochmal ganz kurz jetzt hier, wie auch immer das geht, ins Hauptmenü, genau. Also über Start einfach ins Hauptmenü. Ah, okay, das war jetzt die falsche Taste, verdammt. Warte, gehe ich nochmal über weiter. Ja, das ist gut. Wo siehst du auf dem Xbox One Controller eine Starttaste? Die Starttaste ist die für mich diese mit den 3 Strichen einfach, weißt du? Aber okay. Das ist, dann ist das wirklich das Hauptmenü, also ganz am Anfang, aber ist ja auch jetzt nicht so die Welt. Also, jetzt hier nochmal, der McGrath schon angekündigt hat, wir haben jetzt neben Todd's Story und Fiesta de la Muertos quasi jetzt hier 2 Gebiete freigeschaltet, also nach Tenzi's Trouble. Finde ich ganz cool, dass man die relativ schnell freischaltet. Dadurch ist man nicht zwingend gezwungen, bestimmte Level zu schaffen, wenn man sie vielleicht nicht hinkriegt oder so, weißt du? Genau, das stimmt, ja. Das finde ich ganz gut. Oh, wir haben außerdem. Ach nee, haben wir nicht. Egal. Ignoriere, was ich gesagt habe. Aber wie gesagt, einen neuen Hero hast du gesagt, ne? Ja, und ganz links ist gerade bei mir auch irgendwas aufgefallen. Weil wir haben hier Heroes, Challenges. Check mal erstmal den Hero. Oh, nice. Der Hero ist cool. Der Hero ist cool. Ich habe jetzt nicht gesehen, wie der heißt. Okay. Warte mal, ich werde mal ganz kurz zum anderen wechseln, damit man das nochmal. Wie heißt denn der? Sir Raylord. Genau, Sir Raylord. Der sieht cool aus. Wo ist er denn, der gute Mann? Ach, da ist er. Oh ja. Hat die gleiche Animation wie Rayman. Aber ist wahrscheinlich auch einfach Rayman mit einem Hutterhelm auf. Genau, aber ist trotzdem nice. Also so halt so Robin Hood-Style-mäßige Klamotten und ein Helm dazu sieht ganz cool aus. So rittermäßig einfach. Ich nehme den jetzt auf jeden Fall erstmal. Okay, cool. Ja gut, dann nehme ich den auch mal. Okay. Und wir haben einen neuen, auch so einen neuen Modus freigeschaltet, nämlich Creatures. Und ich guck mal ganz kurz rein. Die Kuscheltiere drin, genau. Ah. Oh, wie cool. Kuscheltiere. Ah, das ist ja putzig. Und es gibt direkt auch wieder Lumps, glaube ich, wenn wir das mal kurz hören. Ich lese das ganz kurz vor, oder magst du? Mach du das mal. Willkommen in der Kuscheltiergalerie. Tag für Tag bringen deine Kuscheltiere neues Lumps hervor. Ich wollte es Lumps sagen. Sammle so viele Kuscheltiere wie möglich, damit immer genügend Lumps vorhanden sind. Ah, das ist so eine Art Eierlegestation. Ja, das ist cool. Das heißt, wir kriegen hier tatsächlich durch Nichtsspielen Punkte wieder. Finde ich ganz nice. Wow, 2 Lumps waren das. Das Kuscheltier ist ja viel hässlicher, als es eben aussah. Ja, das stimmt. Und es flieht vor einem. Ja, es fliegt. Es sieht irgendwie so weiblich aus als auf einmal. Ich fand den vorher noch irgendwie cooler. Oh, man, man,
man kann es treten. Oh, ja, nein, wirklich. Das machst du doch nicht wirklich. Du bist ja grausam. Soll mehr Lams legen. Leg mehr Lams. Leg mehr Lams. Ein Beispiel an den anderen. Aber du kannst es durch den ganzen Raum kicken, ne? Ja. Ach ja. Okay, nicht, dass ich das machen würde. Nein. Das wäre ja echt grausam. Gut. So. Dann gucken wir mal, ob Sir Rayalot dann in einem nächsten Videos nochmal in Einsatz kommt, ne? Exakt, genau. In Tenzi's Trouble. In der nächsten Mission. Wie gesagt, rettet Barbara oder so ähnlich ist das Ganze, ne? Genau. Barbara. Ja. Barbara, sorry, mein Fehler. Alles klar. Super, dann erstmal vielen Dank fürs Reinschalten. Wir freuen uns immer wie ein Schnitzel. Ja, macht echt Spaß. Muss ich auch mal kurz einwerfen. Irgendwie so, trotzdem. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.